Was geht ab, Freunde? Damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 22 Video und im heutigen Video gibt es mal Starter-Teams für euch. Ganz, ganz viele Leute von euch haben sich das eben gewünscht und deswegen dachte ich mir, mache ich das Ganze jetzt einfach mal. Wir haben insgesamt 3 Teams vorbereitet, die teilweise auch von euch gebaut wurden. Also vielen Dank an den Support. Die Leute fühlen sich jetzt hoffentlich angesprochen, eben die da mitgeholfen haben. Und an der Stelle möchte ich auch kurz sagen, dass wahrscheinlich morgen, also am Donnerstag um 19 Uhr die Ratings released werden. Das ist nicht 100% safe, es ist noch gar nichts von EA bekannt gegeben worden, aber das könnte ein sehr wahrscheinliches Datum sein, also merkt euch, morgen um 19 Uhr, da könnten vielleicht die Ratings dann rauskommen. Dann kann man nämlich endlich die richtigen Stats und die richtigen Ratings verwenden beim Teambau. Wir müssen uns jetzt mal damit abfinden, dass wir jetzt nochmal die FIFA 21 Ratings und Werte nehmen werden. Ich habe natürlich schon darauf geachtet, dass die Spieler auch viel gespielt haben und jetzt nicht irgendwie eine ganze Saison verletzt waren, sodass ihr Rating viel, viel schlechter wird und die Stats viel, viel schlechter oder so. Das sollte nicht der Fall sein, das heißt, da habe ich schon versucht, auch darauf zu achten. Aber wir werden uns erstmal mit den FIFA 21 Ratings begnügen. Also Freunde, da ist keine Prediction drinnen, gar nichts. Das sind FIFA 21 Ratings. Okay, dann starten wir jetzt direkt mal rein mit dem allerersten Team für heute. Und ihr seht es schon, da haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Abwehr und auch einen soliden Torwart. Im Tor haben wir nämlich Alex Remiro. Das ist einfach ein ganz solider, klassischer Torwart für den Start. Auf der linken Seite haben wir dann Schulz, der immer gutes Pace hat, eigentlich auch relativ gute Physis und deswegen für den Start auf jeden Fall ausreicht. Daneben haben wir Akanji. Der wird wahrscheinlich ein Ticken teurer werden, weil er auch sehr wahrscheinlich ein bisschen ein höheres Rating bekommen wird. Also ich denke nicht, dass der auf einer 78 bleiben wird und sein Pace ist wahrscheinlich weiterhin gut. Deswegen wird er auch ein Ticken teurer werden. Aber ist natürlich wirklich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger für den Start. Daneben haben wir dann Hermoso. Da könnt ihr aber beispielsweise auch einfach einen anderen guten Innenverteidiger aus Spanien eben reinstellen. Also auch aus der spanischen Liga, sodass die alle Chemistry bekommen. Beispielsweise Nacho von Real Madrid könnt ihr da reinpacken. Aber Hermoso ist wirklich auch immer ein sehr solider Innenverteidiger. Für den Beginn habe ich auch letztes Jahr sehr gerne gespielt, da hat er auch wirklich nur ein paar tausend Münzen gekostet, also das konnte man auf jeden Fall mal investieren. Dann haben wir daneben noch Navas mit einem 84er Rating, mal schauen, ob der runtergeht. Ich denke eher schon, weil er auch schon etwas älter ist, aber auch da könnt ihr wirklich wieder einen Rechtsverteidiger reingeben, einfach spanische Liga und Spanier, beispielsweise Kappa ist auch sehr gut, hat immer gutes Tempo und ist auch wirklich ein guter Rechtsverteidiger für den Start und ja, das sollte mal die Verteidigung jetzt mal fürs Erste sein. So sieht dann unser Mittelfeld aus und ihr merkt schon, wir haben zwei offensive Karten drinnen mit David und mit Malen. Dementsprechend ist es dann auch so, dass im Sturm eine zentrale Karte wieder drinnen ist. Also im Endeffekt habt ihr dann eben zwei Sechser, wie gesagt, und vier Offensive. Auf der linken Seite haben wir dann eben Malen als ersten Spieler. Der wird natürlich zu Beginn auch etwas teurer werden, aber ist natürlich auch wirklich eine sehr gute Karte für den Start. Der hat gutes Pace, gute Liga auch eben, wird wahrscheinlich auch ein halbwegs gutes Rating bekommen und ja, gutes Pace, gutes Schießen am Anfang. Das ist sicher ein sehr attraktiver Spieler für den Start und der wird auch sicher gut werden. Dann haben wir Sanchez daneben, unfassbar ausgeglichen, auch für den Start wieder ganz, ganz solide und den kann man halt wirklich immer in jedes Team einbauen. Und daneben haben wir dann Jonathan David, der wahrscheinlich auch wieder 5 Sterne Skills bekommen wird, auch gutes Tempo, guter Schuss und das ist auch wieder, finde ich zumindest, ein sehr interessanter Spieler für den Anfang von FIFA und ich werde euch jetzt zeigen, wie wir das Team vervollständigen werden. Das hier ist jetzt das vervollständigte Team und ihr merkt schon eben, hier im Sturm haben wir jetzt auch wieder einen zentralen Spieler und zwar Gedson Fernandes, der hat auch wirklich gute Stats, alles über 70, ein absoluter Allrounder und deswegen habt ihr halt mit Sanchez und mit dem hier eben zwei Portugiesen in der Mitte, die wirklich sehr, 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 sehr ausgeglichen sind und deswegen könnt ihr die da super zocken. Auf der linken Seite haben wir Rafa, der immer zum Start ein wahnsinnig geiler Spieler ist, super geiles Pace, wahrscheinlich wieder 4 Sterne Skills, dementsprechend eine super Karte. Und auf der rechten Seite sieht es ähnlich aus mit Ikoné. Ich weiß jetzt nicht ganz, wie viel Weakfoot der bekommen wird. Wenn er 2 Sterne Weakfoot haben wird, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Dann müsst ihr halt einfach eine andere Karte reingeben, beispielsweise aus der Ligue 1. Müsst ihr dann vielleicht Offcamp spielen oder ihr schaut halt, ob ihr von Lyon noch, von Lille noch einen Spieler findet. Aber das ist natürlich trotzdem alles in allem ein wirklich, wirklich geiles Starterteam, so wie ich finde. Genau, das war jetzt eben Starterteam Nummer 1 und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rein ins zweite Team. Und das ist jetzt hier eben die Abwehr und die ist wirklich absolut OP, also die ist komplett overpowered. Auf der linken Seite haben wir Rossillon, komplett overpowereder Spieler, brauchen wir glaube ich nicht viel zu sagen. Daneben haben wir Niakate, der wirklich super Pace hat, auch tolle Physis und deswegen für den Start optimal geeignet ist, vor allem weil sein Rating wahrscheinlich auch nicht so hoch sein wird. Das wird nicht so eine teure Karte werden zu Beginn. Dann haben wir Todibo, der auch wirklich super interessant ist, der in die Ligue 1 gegangen ist und genauso wie Atal, jetzt
jetzt eben hier, ich glaube, bei Nizza spielt. Und auch Atal eben kennen wir aus FIFA 21. Da hat er auch eine gute Special Card bekommen. Eine wahnsinnig interessante Karte. Könnte auch wieder 5 Sterne Skills haben. Ich glaube, der hatte 5 Sterne Skills. Bin mir jetzt nicht 1000% sicher, aber ich glaube schon. Und das ist dementsprechend dann wirklich eine wunderbare Abwehr für den Beginn von FIFA. Finde ich zumindest. Im Mittelfeld machen wir dann weiter mit diesen 4 Spielern. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite Carrasco. Toller Spieler, brauchen wir auch nicht viel dazu sagen, hat wahrscheinlich wieder auch gute Skills, eben guten Weak Foot, das ist einfach ein absolut starker Offensivspieler, den habe ich auch immer mal gerne in FIFA 21 als Super Sub gespielt, also als Einwechselspieler, wirklich tolle Karte. Daneben haben wir Herrera, einfach ein ausgeglichener zentraler Spieler mit bisschen mehr Physis, daneben dann Zielinski, auch der relativ ausgeglichen, aber nicht so physisch stark, deswegen eben Herrera, weil der wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Physis haben wird, aber Zielinski halt auch gar nicht so langsam wahrscheinlich, der wird wieder über 75 Pace haben und dementsprechend ist das halt eine gute Karte fürs Zentrum. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch Lozano, der auch, wie wir alle wissen, einfach saustark ist. Mal schauen, ob der viel kosten wird. Der wird wahrscheinlich nicht ein 80er Rating kriegen. Ich denke, dass der ein bisschen mehr kriegen wird. Das heißt, er könnte zu Beginn schon ein bisschen was kosten, aber gute Spieler kosten halt einfach was. Deswegen, man muss da schon ein paar Coins in die Hand nehmen, wenn man sich ein halbwegs gutes Starterteam bauen will. Und im Sturm vollenden wir das Team dann eben mit Osimhen und mit Felix. Schau, Felix natürlich relativ teuer auch am Anfang, muss man ehrlicherweise so sagen. Ihr könnt da natürlich auch einfach allgemein irgendeinen anderen Stürmer von Atletico nehmen und ihr merkt auch, dieses Team ist in Dreiecken hier aufgebaut, beziehungsweise hinten eben die 5 und dann eben hier 2 Dreiecke. Ihr könnt das Team echt gut umändern. Das heißt, wenn euch jetzt die linke Seite irgendwie nicht passt, dann ändert einfach nur dieses Dreieck und macht eine andere Mannschaft dorthin. Das ist wirklich sehr leicht umzubauen, das Team. Deswegen zeige ich es euch auch, weil man das wirklich gut eben selber justieren kann. Also Felix, natürlich wahnsinniger Spieler, 5 Sterne Skills wieder und deswegen auch wieder eine super Karte. Und auf der rechten Seite eben Osimhen. Zu Beginn Wahnsinn, gute Physis, guter Schuss, gutes Tempo und viel mehr braucht man am Anfang im Sturm auch überhaupt nicht. Das Team finde ich alles in allem sehr gut, vor allem es wird wahrscheinlich nicht zu teuer werden und dementsprechend ist das meiner Meinung nach ein wirklich sehr, 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 sehr gutes Starterteam. Bevor sich jetzt der ein oder andere von euch vielleicht denkt, ey, zu Beginn habe ich schon viel, viel mehr Coins, die Teams sind mir zu günstig. Für euch habe ich jetzt ein etwas teureres Team, welches man aber auch sicherlich gut wirklich in den ersten Weekend Leagues halt dann zocken kann. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr gutes Team, worauf man auf jeden Fall hinarbeiten kann. Das heißt, wenn ihr halbwegs gut im Traden seid oder irgendwie Pack Luck habt oder so, dann könnt ihr euch schon dieses Team bauen. Ich glaube, da werdet ihr in der Weekend League damit relativ zufrieden sein für den Beginn. Boom, Freunde, so sieht die Verteidigung und der Torwart aus und ganz wichtig sei zu erwähnen, bei Alaba kann es natürlich sein, dass der Linksverteidiger wird. Wenn er Linksverteidiger wird, dann müsst ihr das halt rechts einfach ein bisschen umbauen. Es gibt natürlich auch andere gute Innenverteidiger von Real Madrid, beispielsweise eben Nacho, der für den Start auch immer komplett ausreicht. Und auch, muss man ehrlich sagen, Rechtsverteidiger Vasquez ist auch nicht ganz safe. Der hat halt in letzter Zeit öfter Rechtsverteidiger gespielt und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er eben Rechtsverteidiger wird. Ich muss aber eben dazu sagen, ganz sicher ist das halt alles noch nicht. So, im Tor haben wir auf jeden Fall Neuer, komplett starker Tormann, aber wird natürlich auch etwas teurer. Bei dem ist es aber auch wahrscheinlich ein gutes Investment. Also der wird wahrscheinlich nicht fallen im Preis, weil der halt auf Dauer viel gespielt werden wird, vor allem eben mit Upamecano in Verbindung eben. Linksverteidiger Davis, der wird auch ganzes Jahr gezockt, deswegen sollte der im Preis auch nicht fallen. Und dann eben Alaba und Vasquez, beide sehr solide Stats. Vasquez als Rechtsverteidiger reicht komplett aus, aber wie gesagt, vielleicht müsst ihr auf der rechten Seite auch ein bisschen was umbauen, wenn die Spieler nicht auf diesen Positionen sind. So sieht das Mittelfeld in diesem Team aus. Auf der linken Seite haben wir Tolisso, kompletter Allrounder. In der Mitte Kammerwinger, der ja transferiert wurde, der wird dementsprechend, denke ich, auch ein höheres Rating als 76 bekommen. Also zu 99% wird er eben ein besseres Rating bekommen und seine Stats sind auf seinen Special Cards immer saugut gewesen, weil er halt wirklich auch alles kann, außer vielleicht schießen. Das heißt eher der defensivere zentrale Spieler. Und auf der rechten Seite haben wir Williams. Das macht aber tatsächlich nur Sinn, wenn ihr dann eben in-game 4-2-3-1 wieder spielt. Also wenn ihr dann eben die beiden im Zentrum spielt und Williams dann eben nach vorne noch zieht. Und ihr merkt schon hier auf der rechten Seite, okay, ist es eigentlich nur La Liga. Das heißt, ihr könnt da auch beispielsweise einfach eine andere Karte reingeben. Und auch eben für Vasquez könnt ihr zum Beispiel Kappa verwenden oder so. Dann müsst ihr halt in der Innenverteidigung dann auch beispielsweise Nacho verwenden. Also wenn ihr hier Nacho nehmt, dann hier Kappa, dann würde das Ganze auch funktionieren. Also ihr könnt das auch wieder sehr, sehr leicht umbauen, das ganze Team. Und das Zentrum finde ich schon wirklich sehr stark, weil die beide komplette Allrounder sind. Und Williams ist halt für die Offensive eine absolute Maschine zu Beginn. Und das hier ist die Offensive, die dieses Team jetzt eben hier abrundet, Dembélé, Felix und Correa. Dembélé wird zu Beginn natürlich wieder teuer werden, keine Frage. Ich denke aber,
aber, dass er definitiv günstiger sein sollte als letztes Jahr, weil er halt die Saison nicht viel gespielt hat und ich denke, dass er auch nur so ein 81er, 82er Rating oder so kriegen sollte. 5 Sterne Weak Foot, 5 Sterne Skills hat er natürlich trotzdem und seine Stats werden weiterhin sehr gut bleiben. Dann im Sturm Felix, haben wir vorhin schon besprochen, 5 Sterne Skills wieder und einfach ein sehr interessanter Spieler. Dann noch auf der rechten Seite als letzten Spieler haben wir dann eben hier Correa, auch der zu Beginn Wahnsinn, habe ich auch oft als Super Sub gespielt am Anfang, hat einfach gutes Pace und vor allem auch einen guten Abschluss, obwohl er eigentlich gar nicht so oft trifft in echt. Also muss man schauen, ob sie das vielleicht anpassen, ob er vielleicht weniger Abschluss kriegt, weil hier hat er eben 80 Abschluss gehabt in FIFA 21, aber er hat dann in der Saison, glaube ich, gar nicht so viel getroffen, also muss man da auch ein bisschen abwarten. Wenn sein Schießen nicht so gut ist, könnt ihr halt auch wirklich jeden anderen rechten Flügel aus der La Liga reinmachen. Also ihr merkt, ihr könnt das Team wirklich sehr leicht anpassen und deswegen finde ich das auch so stark und es ist halt wirklich eines der besseren und gehobeneren, ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, es ist ein stärkeres Team als die anderen Teams und das hat auf jeden Fall auch sicher preislich einen höheren Wert. Also es wird sicherlich teurer werden als die beiden anderen Teams. Ganz, ganz sicher wird das so sein. Nichtsdestotrotz finde ich, dass man sich dieses Team auf jeden Fall mal merken kann, weil früher oder später wird man halt hochschrauben müssen und ich hoffe auch, dass ihr, wenn ihr eben gut tradet, dass ihr dann eben dieses Team euch vielleicht schon nach ein, zwei Wochen leisten könnt. Vielleicht nicht jeden Spieler, Davis beispielsweise, wird sicher sehr, sehr teuer, aber vielleicht den einen oder anderen, dass man da eben schon mal gut sich ein gutes Team bauen kann. Und ja, Freunde, das war es jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, vergiss den Daumen nach oben nicht. Check unbedingt die Beschreibung aus, falls du beispielsweise in unseren FIFA 22 Trading Discord reinkommen willst. Es gibt nämlich eine Möglichkeit für dich, dass du komplett kostenlos in unseren Trading Discord eben rein kannst, in den Mitgliederbereich. Also schau es dir einfach mal an, das ist ein Erklärungsvideo in der Beschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, vergesst nicht, habt wie immer High Hopes und ciao, ciao.